Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stranded Alien Dawn mit meiner ersten Staffel und der jetzt achten Folge in der Vorproduktion heute am 4.3.23. Bevor es aber losgeht, gibt es wie immer ein herzliches Dankeschön und zwar geht es diesmal an Smekal Helmut. Der Smekal Helmut hat nämlich am 17.06.22 das öffentlich sichtbare Abo bei mir hinterlassen. Herzlichen Dank dafür, du warst Nummer 864 und sorry, falls es doch Smekal heißen sollte. Der Helmut verschwindet jetzt aber wieder und wir befinden uns am Tag 24 des zweiten Jahres eigentlich. Also verbracht hatten wir schon ein Jahr. Es kommt bei der Herbst und bei der Winter. Ich bin sehr gespannt, wie wir hier durchkommen, denn ich habe immer noch kein Haus, immer noch keine Hütte. Aber gut, ich lasse erstmal die Zeit wieder auch schnell laufen. Ich habe mir die Kommentare angeschaut, liebe Leute. Was ihr mir alles Feines geschrieben habt, vor allem bezüglich der Aktivitäten hier. Ich hatte Beobachten und Forschen tatsächlich vertauscht so ein bisschen in meiner Birne und habe jetzt hier einiges umgestellt. Also nicht nur Beobachten und Forschen, ich habe auch generell anhand der Fähigkeiten der Leute habe ich hier ein bisschen was umgestellt. Holzfällen habe ich jetzt auch wieder von der Prio ein bisschen runtergesetzt, denn ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass wir erstmal Holz wachsen lassen und wenn es dann da ist, dann wird es geerntet. Aber vorzugsweise möchte ich Steine haben. Apropos Steine, Forschung. Da wollte ich noch reinschauen. Ah gut, es ist dabei, dass die Backsteinzimmer erforscht werden. Sehr schön. Denn Backsteine an sich brauche ich auch dringendst. Dann möchte ich nämlich jetzt auch in der Produktion sagen, dass bitte... Ah nee, die habe ich ja schon gebaut. Stimmt. Okay, gut. Dann habe ich jetzt mal hier drüben bei diesen ewig währenden Problemen habe ich dieses Leerhalten rausgenommen. Und ihr habt es gerade schon gesehen, in den Aktivitäten habe ich das Tragen überall bei jedem die also um eine Prio höher gesetzt. In der Hoffnung, dass ihr das jetzt hier rausnehmt, hier diesen Metallschrott, und den stattdessen hier einlagern. Denn das Problem war ja vorher, dass ich keinen Platz dafür hatte. Allerdings verstehe ich auch nicht, warum sie hier die Buttermelonen nicht rausnehmen und dann hier einlagern. Aber okay. Hier liegt sogar noch Brot und alles. Okay. Gut. Dann kann ich das doch wieder schnell laufen lassen. Armbrust war noch fertiggestellt, hatte ich gesehen. Wo waren das nochmal? Hier. Nimm du doch am besten die Armbrust anstelle des Bogens. Da wird erstmal lecker Brot gemampft. Sehr schön. Oh, stimmt. Die Didgeridoos sind endlich fertig. Sehr schön. Der nächste Musikabend wird ein reinstes Fest. Getrocknetes Rauchblatt ist fertig. Sehr schön. Hängt jetzt hier drin die ersten 300. Jetzt können wir rochen. Ist auch unbefristet haltbar. Sehr schön. Entschuldigung. So, aber nur, wenn es unter Dach ist. Warte mal. Also eigentlich ist das ja hier unter Dach, oder? Wenn es irgendwo draußen rumliegt, 48 Tage. Okay, klar. Aber das hier ist ja eigentlich unterdacht. Na gut, schauen wir mal. So, dann habe ich mir noch überlegt. Ich wollte sehr... Achso, apropos, es sind Updates gekommen, Leute. Einige sind Updates. Unter anderem natürlich auch, dass jetzt endlich der Steam Workshop zur Verfügung steht. Also sprich, dass du per Mausklick eine Mod installieren kannst. Achte jedoch darauf, was drin steht bezüglich der Mod-Kompatibilität. Zum Beispiel die Deutsch-Mod, die ist jetzt auch verfügbar. Die ist aber nicht unbedingt auf jede Mod geeicht. Also nicht alle Mod-Inhalte, also anderer Mods, werden automatisch mit übersetzt. Derjenige welche, der die Mod gemacht hat, hat auch extra reingeschrieben, welche Mods er bereits übersetzt hat. Super Service, finde ich sehr gut. Außerdem seht ihr hier zum Beispiel schon, es war ja vorher zum Beispiel nicht machbar, dass ich bei den Ölpressen und Brennöfen die Einstellungen kopieren konnte. Das ist jetzt vorhanden, ich kann es jetzt hier spiegeln. Außerdem kann ich sie auch upgraden, also aus anderem Material machen, wenn ich das wollte. Finde ich gut. Ist vor allem für die Integrität ganz gut, denke ich mal. Ja, wenn es denn mal wichtig sein sollte. Das wollte ich euch noch zeigen. So, dann wollte ich aber hier noch sagen, dass bitte auch tierische Fette verwenden. Ah, nee, Quatsch. Stimmt. Ich erinnere mich. Ich hatte ja hier das Problem, dass ich noch keine Stoffproduktion habe. Nee, dann lasse ich das erstmal sein. Machen wir es erstmal weiter aus Getreide. So, 4 Grad schon. Oh, oh. Klamottenmäßig hatte ich ja soweit eingestellt, ne? Ja. Pelzmantel, Pullover, Thermohosen, Stiefel, Pelzmützen. Okay. Es soll produziert werden. Es ist bloß die Frage, wer es macht. Da habe ich auch einiges umgestellt. Ach, nicht Zeitplan.
hier. Bei Handwerk, Schneidern, Montieren und so weiter und so fort, da habe ich jetzt wirklich nur Paulette und Annette drin. Annette soll das halt vorzugsweise machen. Wenn sie gerade nicht kann, kann Paulette übernehmen. Paulette wiederum soll vorzugsweise kochen. Wenn sie gerade nicht kann, soll Annette es machen. Und ganz in Not ist Christa auch noch gar nicht mal so untalentiert darin. Aber das mit dem Umlagern hier geht nicht, wa? Leeren und zerlegen. Jetzt reicht's mir langsam. Ach, jetzt geht's, ja? Aber dann macht das ja wieder kaputt. So, jetzt ist es raus. Dann Abbruch. Ach, guck mal, jetzt legt er auch Stöcker rein. Wer hätte es gedacht? Ah, Rauchblatt wird gelagert. Gut. Oh, guck mal, er hat die Melone umgeräumt. Oh mein Gott. Ja, tragen auf Prio 2, da ist es, ne? Das Thema. Ich habe es vorher mal auf Prio 3 gehabt und das war das Problem. Annette hat Herstellung Level 5, sehr schön. Dann geht es nämlich umso schneller. Backsteinzimmer. Wunderbärchen. Jetzt möchte ich hier mal loslegen. Backen anstelle von Schmelzen. Ziegelsteine. Immer. Verbraucht Heu. Müssen wir uns gleich darum kümmern. So, jetzt sage ich hier spiegeln. Zack. Und hier. Zack. Hat das jetzt geklappt? Nö. Ah nein, jetzt habe ich es hier rausgenommen. Wie doof, warte mal. Nee. Ach, das ist andersrum gemeint. Ich muss es bei einem einstellen und dann muss ich bei dem hier sagen, spiegel bitte die Einstellung von dem hier. Okay. So, Erze können auch gerne mal eingeschmolzen werden. So. Damit wir halt immer 200 Metalllegierung haben. Dann hatten wir hier noch Metallschrott. Theoretisch, aber das kann ich jetzt eigentlich sogar rauslassen und stattdessen verbauen. Gut, und dann nochmal backen hier bis 100. So. Ziegelsteine würde ich sogar auf Prio 1 jetzt legen wollen. Und dann sage ich jetzt von hier aus spiegeln. Ah, das funktioniert so rum. Okay, Wunderbärchen. Gut, Heu. Katina und Christa sind am Pflanzen. Ach, das ist wunderbar. Ich wollte euch nämlich gerade sagen, dass ihr das hier mal machen sollt. Aber aufgrund dessen, dass ich die Aktivitäten umgestellt habe, brauche ich das nicht mehr machen. Ach, ist das schön. Ist das schön. Also Prio 1 und 2 sind die wichtigsten. Keine Forschung, hat er recht. Was machen wir als nächstes? Was machen wir als nächstes? Ist jetzt eine ganz gute Frage. Habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Ich kann doch hier daraus auch Tee machen, ne? Ah, nee, ich erinnere mich, bei Hirnsturz war das Problem, dass sie dann aufhören, das Rauchblatt zu machen oder andersrum. Auch mit der Lagerung war es ein bisschen komisch. Nee, dann gucken wir mal anders. Getreidekaffee? Getreidekaffee könnte tatsächlich gut sein, weil wir haben ja recht viel Getreide eigentlich. Hier haben wir nämlich noch den Mais und hier haben wir ja das Getreidegras. Also das ist eigentlich ganz geil. Kann ich aus Benzin das machen, aber Benzin stelle ich selbst noch nicht her. Elektronik. Für 2 Tage ist aber noch... Obwohl, doch, doch, das wird wichtig. Ja, das wird wichtig. Ich will mich jetzt dann, sobald wie möglich, erstmal ein Gebäude bauen. Und sobald wir ein Gebäude haben, wäre es mir ganz wichtig, dass wir auch die Stromversorgung hinbekommen. Gut, die Stöcker wurden aus dem Weg geräumt. Sehr schön. Hier langen mich noch seit Ewigkeiten Stöcker rum. Jetzt läuft das endlich mit dem Tragen. Auch ist das herrlich. Warte mal, hier vergammelt was. Aber was? Das hier? Nö. Warte. Liegt hier unter Leiche drin? Nee. Man hört die Fliegen auch richtig, ne? Ich kann es nicht entfernen. Was ist es denn, was hier gammelt? Hä? Connor hat gleich einen Zusammenbruch. Das ist schlecht. Was ist denn dein Problem, Junge? Hungrig und schläfrig. Warum hast du denn nicht gegessen? Guck mal, 16 Uhr. Frühstück Mittag verpasst oder was? Ja, geht erstmal weiter abbauen. Okay. Na gut, ist ja gleich Abendbrot.
Kriegst gleich was zu essen. Paulette kochen 6, sehr schön. Es löppt langsam, sehr schön. So, Ziegelstein ist wieder eine extra Ressource anstelle von Normalsteine. Aber ich habe mir überlegt, wir könnten uns hier eine Foundation nur aus Stein machen. Und drauf setzen wir dann einfach Ziegelsteinmauern und sowas. Das wird jetzt spaßig hier. Mal gucken, so aus Spaß. Ach du Heilige. Ah, ich hab's befürchtet, wir kommen nicht hügelaufwärts. Okay. Moment. Achso, warte mal. Ich kann ja einfach mal auf normale Geschwindigkeit laufen lassen. Wenn ich jetzt hier anfange oder hier. Tell ist auch kurz vor Zusammenbruch. Ja, dann müssen sie jetzt erstmal kurz durch. Das wird bald wieder besser. Darf diese Größe nicht überschreiten, sagt er. Okay. Aber bis hier würden wir kommen. Aber ich bräuchte 2000 Steine dafür. Uff. Ich habe aber nur 1000. Deswegen begrenzen wir die Geschichte erstmal. Ach so, weil er jetzt automatisch höher geht. Das ist das Thema. Hier, zack, 400 Steine mehr, weil er da höher gehen möchte. Nee, das wollte ich ja gar nicht. Ach so, dann macht er das auch gleichzeitig hier. Moment, dann passen wir das nochmal an. Ich gehe hier immer bergauf. Na toll, das heißt, da, wo ich jetzt schon gebaut habe, ist eigentlich die Stelle, wo der bessere Ort wäre. Toll. Verdammt. Die hat man schon beobachtet, oder? Hallo? Ja. Ha, schwierig. Ich komme nicht drum rum. Ich muss bergauf bauen. Das ist ja jetzt eine Verschwendung. Oh Mann. Jetzt sind die da am Weg. So, bis hierhin kommen wir. Und da geht das schon das erste Mal bergauf. Und damit verdoppelt sich das einfach. Eieieiei. Hier ist wieder zu viel. Ich meine, gut, es fehlt nicht viel, ne? Das können wir nochmal abbauen. So. Naja, 151 zu wenig, war mir klar. Das kriegen wir aber noch ran. Hoffe ich zumindest. Shit, wir haben keine Steine mehr. In der unmittelbaren Umgebung. Ne, er ist wieder hier hinten. Na gut, dann ist er dazu. So. Hier haben wir noch Silizium, okay. Steine, so. Okay. Ach, dann haben wir hier auch Eisenerz, wa? Ja, okay. Hirnparasitenseuche! Nein! Seit einiger Zeit leide ich unter leichten Muskelzittern, Kopfschmerzen, Verwirrung und verminderter Aufmerksamkeitsspanne. Ich habe alle anderen behandelbaren Ursachen ausgeschlossen, außer Gehirnparasiten. Ich könnte ein Gift mischen und injizieren, um zu versuchen, die Parasiten zu töten. Aber es besteht ein geringes Risiko, dass ich bleibende Hirnschäden davon trage. Benötigt ihr Medikamente 5? Wir haben eine gute Ärztin. Krank. Mögliche Gehirnparasiten. Ach du Heilige. Da bin ich ja mal gespannt. Warte mal, könnte ich jetzt Katina nicht sagen, dass sie die Annette behandeln soll? Nee, nur ausrüsten. Schade. Na gut. Lass ich mich aber mal umschauen. Guck mal, hier haben wir auch noch mal Steine. Dann nehmen wir doch lieber erstmal die hier. Und dann sage ich jetzt da drüben, dass er da abbrechen soll. So. Da wird das hoffentlich was. Schauen wir mal. Achso, ist es nachts? Sie schlafen? Machen wir mal so. Jetzt gerade eben war Annette in Behandlung. Hirnschäden leicht. Ah, Mist. Bewusstsein und Handhabung minus 5. Ah, es ist schief gegangen. Kann man das jetzt nochmal nachträglich behandeln? Nee, ne?
Nee. Blöd. Was hat sie selbst denn als Heilenfähigkeit? Drei, also gar nicht mal so schlecht. Na gut. Schief gegangen. So, nach dem Essen wird bitte gebaut, ne? Und abgebaut. Ja, hier wird gefröstelt. Moment. Ja, 1 Grad, stimmt. Hat so wahr. Dann wird Zeit für eine Jacke. Warte mal. Kältetoleranz steigt um 4 und hier um 10. Ah, wir haben zu wenig Pelzmäntel. Definitiv zu wenig. Muss ich mal ein bisschen drauf achten, ob noch jemand friert oder nicht. Da nochmal frösteln bei Connor. Dann nimm du die Jacke. Ah, es wird Getreide geerntet. Sehr schön. Okay, plus 4 Grad. Die ersten Fundamente werden auch gebaut. Sehr schön. Und wenn das Ding hier erstmal steht, wandern die Sachen größtenteils von draußen nach drinnen. Also die meisten Sachen zumindest. Und dann können wir wiederum in die Richtung hier expandieren. Auch wenn es dann leider sehr teuer wird. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie es machbar ist, dass man innerhalb des Gebäudes unterschiedliche Höhen reinbaut. Das wäre nämlich eigentlich die Lösung gewesen, dass ich gesagt hätte, nee, fangen wir hier unten erstmal flach an. Und dann machst du halt einmal eine ganze Reihe lang mit Treppen oder so und dann machst du hier oben eine höhere Etage oder so. Aber ich habe nicht rausgefunden, wie es geht, falls es gehen sollte. Hier liegen schon Ziegelsteine einfach auf dem Boden. Warum werden sie nicht weggeräumt? Ja, weil sie gerade alle beschäftigt sind, ne? Naja. Da haben wir wieder das leidige Thema. So, Connor hat wieder Bounty levelt, sehr schön. Und unzureichendes Material ist erledigt. Eingelegtes Gemüse ist erst einmal hergestellt. Super. Wunderbar. Weitere Ziegelsteine sind im Bau. In der Mache. Hier habe ich ja auch Baumaterial Ziegel erlaubt. Ja, automatisch schon. Dann haben sie sie einfach so fallen lassen. Und es wird wieder Heu nachgelegt und Ziegelsteine gemacht. Sehr gut. Du musst das Ding auch anzünden, Annette. Nicht nur Heu reinlegen. Musst du auch mal ein Feuerzeug reinhalten. Ah, danke schön. Das ja auch bitte. Ja. Bärenstarker Hunger. Ja gut. Oh, guck mal. Schon fast fertig hier. Die Ecke. So, jetzt bin ich mal gespannt. Gebäude. Wände. Was kostet ein Wandelement? 5 Ziegelsteine. Das wird ein Weilchen dauern. Und Dach. Das kostet mich Stein und Ziegelstein. Oh. Oder ich mache es aus Holz. Ah, die Ressourcen verrotten langsamer, wenn sie unter einem Dach... Ah, nee, okay. Integrität 70. Achso, mittlere Wärmedämmung, gute Wärmedämmung. Ah, okay. Ah, nee, das heißt, der Boden ist jetzt scheiße. Mittlere Wärmedämmung, der Boden. Ah, egal. Connor, Sternschnuppe. Gut. Oh, siehst du, Katina könnte eigentlich theoretisch als nächstes, ja, warum eigentlich nicht? Ich habe jetzt gerade nicht pausiert, wa? Jetzt aber. Was habe ich denn noch? Mal noch erkunden. Trümmer, da gab es ja Metallschrott und ähnliches, ne? Aber Sternschnuppe könnte schon wieder neuer Überlebender sein. Fleißig, gesund, viel Fraß. Wen könnte man... Ich habe ja sonst immer Katina geschickt. Ich habe jetzt ein bisschen die Hoffnung, wenn ich jemand anders schicke, dass dann dadurch vielleicht die Chancen steigen, dass sich jemand anschließt. Ich schick mal Tellis. Steht jetzt hier irgendwas dabei, was da irgendwie hilfreich sein könnte? Hm. Schauen wir einfach mal, ne? Vielleicht stand das irgendwo in den Beschreibungen von den Leuten drin oder bei diesen Sondereffekten, die sie haben. Ne, warte mal, wo war denn das? Hier? Hier war das.
Schüchtert andere gelegentlich ein. Okay, also den sollte man wahrscheinlich nicht schicken. Auch nicht. Auch nicht. Ach stimmt, ja, ein paar Leute raucht ja gerne. Na, die wird sich jetzt freuen, jetzt mit dem Rauchblatt. Achso, ich habe die Zeit auf langsam. Entschuldigt bitte. Er ist halt mehr der Kämpfer, aber frisst auch deutlich mehr. Und die Annette versucht andere zu beruhigen, unabhängig von der... Ei, mitfühlend, macht andere glücklich. Aber auch ein Lahmarsch, na gut. Das hätte ich vielleicht eher machen sollen. Hm. Dass ich immer die Annette losschicke, um neue Leute nochmal ranzubekommen. Andererseits hätte ich ja dann das Problem, dass ich wieder keinen Platz für ein Bett habe. Landwirtschaft bei der Katina, sehr schön. So, wie lange brauchen das Heu überhaupt? Habe ich ja nicht geguckt, ne? Warte mal, beim Anpflanzen stand das, ne? Mach mal nicht ganz so schnell hier. Klinggras ist das. 5 Tage, okay, das geht. Das kriegen wir schnell hin. Moment. Ich habe einen kleinen glatten Meteoriten gefunden, der angenehm glänzt. Ich glaube, ich werde ihn als Glücksbringer behalten. Klar, sicher ein gutes Omen. Bin ich ja mal gespannt. Das Hauptsache ist jetzt nicht irgendwas Radioaktives. Steht der schon da? Zu Fuß gegessen, okay. Ne, steht wahrscheinlich erst da, wenn er zurück ist. Ach, Annette hat ihn aufgemuttert, ja schön. Na Mensch, läuft doch. Überall schon Material drin, ne? Perfekt. 50 Steine noch übrig. Wunderbar. Jetzt müsste nur mal jemand bauen. Aber jetzt ist gerade Mittagspause, wa? War ich in den Connor im Geschick? Ach, er hat geschlafen. Und er baut jetzt weiter, wa? Wunderbar. Ach, Connor ist so ein Held. So, Tellis ist jetzt dabei. Viele lustige Dinge zu tun. Genügend Essensvielfalt. Sehr schön. Aber was hat er denn jetzt? Also ist das wirklich ein Gegenstand oder nicht? Ich befürchte nämlich nicht. Nö. Er füllt gerade nur Treibstoff auf. Oh, okay. Paulette steht kurz vorm Zusammenbruch. Na dann, mach was Spaßiges. Wir haben ja erstmal gedacht... Ach nee, haben wir nicht. Moment mal, stimmt. Freizeit. Ich habe noch keinen Boxsack und keine Schießscheibe aufgestellt. Damit können sie sich auch gerne mal ablenken zwischendurch. Und Pilzwackeln, auch noch nicht. Stimmt. Ich mache erstmal hier drüben. Zack. Und direkt daneben. Na, oder lieber hier drüben. So, zack. Dann können sie sich da ein bisschen dran austoben. Die Pilzfackeln, die werden dann später hier drinnen wichtig. Achso, die müsste ich auch noch anpflanzen. Ach, du Heilige. Hier, Glitzerkappen. Achso, wie lange brauchen die? 8 Tage, oha. Machen wir erstmal ein kleines Feld, so nur kann ich später noch vergrößern. Forschungssack hinten ist super. Forschung durch. Elektronik. Und Tellis hat Bauen geskillt. Sehr gut. Die nächsten Schritte. Damit können wir Schnaps und Sirup herstellen. Laserpistolen. Die kosten mich Legierung. CPU-Kern, Elektronik. Aber CPU-Kerne kann ich doch noch nicht selber herstellen. Ne? Das ist doch CPU-Kern, oder? Ah, ne, Energiezellen sind das. Energiezellen. Entschuldigt bitte. Gefriertruhe. Ja, dann Wärmepumpe. Geschützturm muss noch ein bisschen warten, leider. Nanoröhrendrucker ist auch noch nicht das, was wir brauchen. Ah, hier. CPU und Energiezellen selber herstellen. Gut. Dann ist das Wesen schon mal erforscht. Wir müssen dann langfristig bloß noch bauen. 180 Punkte erzielt. Mensch. Glückwunsch. Wir waren das Tellis, wa? Ja. Ja, es geht voran, aber Tellis baut irgendwie nicht mit. Hoffentlich nächsten Endgame-Tag wieder. Das stimmt, er war ja jetzt auf Erkundung. Ja, okay, dann ist er ein bisschen K.O.
Warte mal. Liebe Katina, kannst du bitte mal diese Ziegelsteine hier holen und die reinräumen? Herzlichen Schrank. Jetzt werden hier keine Stöcker mehr gelagert, okay. Na gut, alle sind am Schlafen und am Frösteln. Moment, hier sind Leute am Frösteln, das ist nicht gut. Was? Oha. Na gut, die brauchen echt einen Innenraum, es geht nicht anders. Aber noch ist nicht Winter. Ah, ich weiß, es ist kalt, Leute. Ich könnte euch ja auch versuchen, hier noch ein Feuer hinzustellen, aber ich befürchte, dass das ein Weg sein wird. Das wäre aber wirklich eine Idee. Oder den Kochherd, weil ich glaube, der Kochherd brachte auch Wärme. Ach nee, Quatsch, tut er nicht. Das tut er nicht. Das ist dann der Kamin später. Och nö. Von hier? Schon wieder von da? Och Mann. Lassen wir sie erstmal aufstehen. Ach, es verringert sich. Die kämpfen gegen was anderes. Ja gut, umso besser. Macht euch da gegenseitig kaputt. Habe ich nichts dagegen. Ach Mist. Na gut. Alle meine Aufstellung. Und diesmal bitte besser treffen. Letztes Mal hat man das Problem, es war dunkel. Und deswegen haben sie nicht so gut getroffen. Deswegen sind wir so schnell in den Nahkampf geraten. Das ist aber wirklich lahmarschig, Annette, wa? Die läuft deutlich langsamer. Boah! Ist das hell! Achso, hab doch pausiert, Entschuldigung. Hä? Wenn ich die ausgewählt habe, kann ich nicht auf maximale Geschwindigkeit gehen? Okay. Wo bleiben sie denn? Moment. Ist ja schon einer da. Jetzt kommen die hier rum? Ernst? Ja klar, logisch. Ach Mist, ich hätte sie dann hier oben raufstellen müssen. Naja, zu spät. So, wartet mal. So, wie war denn das jetzt nochmal? So? Ah ja. Foto gemacht. Was habe ich jetzt geöffnet? Huhu! Okay. Daneben. Ja, wir müssen aufpassen bei den Roten. Wartet mal, dann Connor und Tellis. Kann ich irgendwie zwei auswählen? Ja, Connor und Tellis bitte Fokusfeuer da machen lassen auf die Großen hier. Weil die nämlich so eine Giftwolke von sich geben. Ei. Genau das meinte ich. Au. Oh, wie ich gerade sehe, wird doch Ernte zerstört. Mist. Na gut, nächstes Mal werden wir uns auf der anderen Seite aufstellen. Die gehen ja immer den Weg des geringsten Widerstandes. Kämpfen verbessert. Verletzungen 5. Ja, wunderbar. Wir haben sonst keine Probleme. Okay. Eieieiei. Okay, Schlachten bitte. Alles, was hier so rumliegt. Da hat es uns jetzt ein paar Melonen zerhauen. Sehr schlechte Angewohnheit. Ah, die wachsen schon. Gut. Achso, ich habe da auf langsam zu stehen gehabt. Ah, erst nochmal hinlegen. Das ist eine gute Idee. Da verstehe ich jetzt aber nicht, wie bei euch da die Prio eingestellt ist. Hier ist jemand am Bluten. Warum wird die Person nicht zuerst behandelt? Während die anderen halt nur ein paar Kratzer haben, sozusagen. So, das Ding ist umgestellt, okay. Dann mach uns doch mal bitte wenigstens ein Lagerfeuer hier vorne schon mal. Aus Metallschrott. Damit die hier noch ein bisschen Wärme abbekommen. Ich hoffe, es reicht. Ich bezweifle es, aber ich hoffe es. Wenn ich jetzt sehen könnte, wie hoch die Reichweite ist, ne? Kann ich leider nicht sehen. So, ist fertig gebaut? Fertig gebaut. Wunderbar, wir können weiter planen. Obwohl, eigentlich ist das ja... Ja, das ist eigentlich Thumbnail-tauglich. Darum geht's ja heute in der Folge.
So. So. Gut. 75 Siegelsteine nur. Das geht mir noch zu langsam gefühlt. Aber es dauert halt auch immer ein Weilchen. Wie viel Heu haben wir noch? 34, okay. Wie lange dauert das jetzt hier noch? Das ist eigentlich schon durch, oder? Das hier vorne. Ah, nee, doch noch nicht. Doch. Wachstum 100%. Na, dann mal. Ist schon eingestellt zu ernten. Warum erntet denn niemand? Ich habe doch Ernten auf 1 gestellt bei den Ernteleuten. Schwierig. Oh oh. Es rumpelt im Hintergrund. Ist es jetzt ein Gewitter, was kommt, oder? Was kommt da jetzt auf uns zu? Ah. Na gut. Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao.